Liebe Gäste, ich würde euch gehen zum Abschluss, um den Abend langsam zu Ende zu führen, einmal noch etwas Persönliches erzählen. Nicht das, was ich jetzt wirklich einmal ernst meine, nicht wahr? Für einmal kein Witz. Gell? Und zwar der Daniel und ich, wir fahren alle, wenn wir einen Auftritt fahren miteinander Auto, nicht? Dann hören wir einmal Radio, also DRS1 für die älteren Semester Beromünster. Und wir hören vor allem DRS1 wegen der Nachrichtensendungen, wunderbare Nachrichtensendungen, Echo der Zeit zum Beispiel, wunderbar. Und 5-6 Wochen her sind wir hier auf Bernabe gefahren und da kommt eine Sendung, eine Meldung in dieser Sendung, wo ich das Gefühl hatte, jetzt aber hoppla, jetzt ist denn wirklich einmal Mathe am letzten. Das ist kein Witz. Haben Sie im Radio gesagt, der Papst Benedikt XVI hat hochoffiziell die Vorhölle abgeschafft. Wenn ich interessant, dass der da überhaupt kann. Ne? Da tönt sich Fragen auf, was macht man jetzt mit all diesen Arbeitslosen in der Vorhölle? Alle die Heizer und Folterknecht. Hä? Gibt es eine Umschulung? Metzger, Chirurgen, Primarlehrer? Hä? Gibt es einen Sozialplan? Was sagen die Gewerkschaften dazu? Weiss das der Teufel? Weiss der Teufel, dass man im Stinkfrech unter dem Viertel die Vorhölle wegrationalisiert hat? Ich glaube es nicht. Hä? Wenn der Teufel ist, der auch der Mensch. Dann habe ich gefragt, ich meine, was heisst das? Wenn man einfach einmal eine Ecke weiter denkt, was bedeutet das, meine Damen und Herren? Wenn der Papst die Vorhölle abschafft, heisst das im Prinzip nichts anderes, als dass der Teufel ein Angestellter ist vom Papst. Und weil ja auch zum Beispiel der Bischof Haas ein Angestellter ist vom Papst, heisst da wiederum nichts anderes, als dass der Teufel und der Bischof Haas Arbeitskollegen sind. Also derige Gedanken mache ich mir, wenn ich Radio los. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich meine, denken wollen wir noch hören. Ja? Gerade letzt ist jetzt ein anderes Thema, aber gleich. Gerade letzt haben wir wieder einmal etwas überlegt. Und zwar haben wir überlegt, also wenn man sich einfach einmal überlegt, wenn man sich einmal überlegt, was man heutzutage alles kann kaufen, dann frage ich mich jemand einmal schon, wer denn das alles braucht. Zum Beispiel Kiwi. Ich meine, kein Mensch braucht doch Kiwi. Kein Sau braucht Kiwi. Entschuldigung, wer braucht denn schon Kiwi? Aber wer hat gekauft? Wie? Vitamin C? Ja, hör mal auf, wegen Vitamin C musst du jetzt sicher kein Kiwi kaufen. Ja, da kannst du nicht aus deinem Arm fressen. Ja, ist doch wahr, Hebetlinger, und musst es nicht einmal schöllen, gell? Aber uns für Tom verkaufen. Um Sepp geht's nämlich. Das ist ein Widersinn. Auch so ein Widersinn, aber das ist meine Meinung. Ich will euch da gar nichts aufzwingen. Auch so ein Widersinn ist doch zum Beispiel da mit der Lebensversicherung. Weißt du nicht, hat Tom Saline auch übernommen mit einer Lebensversicherung? Habt ihr euch das gut überlegt? Hä? Aber das ist wirklich ein Witz. Verkaufen Sie im vollen Ernst eine Lebensversicherung, aber zu Lebzeiten hast du nichts davon. Und wenn du mal tot bist und Zeit hättest, das ist doch eine verdammte Kalverei, ist das? Wie? Ja, natürlich, man kann es der Frau vereben, gell? Man kann es vorsorglich, testamentarisch, gell? Notariell beglaubigt, alles für die Frau kann man machen.
aber wahr, wenn du keine Frau hast. Und gerade so ein so dummer, blöder, hure Cousin, hä? Für den Sepp Cousin mache ich doch keine Lebensversicherung. Ein Pfuhl Hagel soll doch selber mal gewesen, ist doch wahr. Und dann darfst du nicht einmal aufregen, sag Karamint noch mal hier. Entschuldigung. Aber stell dir mal etwas anderes vor, wenn wir gerade dran sind, oder? Stell dir mal vor, wir könnten Reichtum kaufen. Ein normaler Mensch könnte sich selbst ja nicht einmal leisten. Ausser gäbe es mal eine günstige Aktion. Oder eine Occasion. Wobei Occasion will ja nicht unbedingt ein gebrauchter Reichtum. Ich weiss ja nicht, was für ein hoher Sautotsch das am vorne hat. Was für Altlasten und Hypotheken, dass ich da noch mittropfe. Dann gäbe mir ja wahrscheinlich auch keine Garantie drauf. Und was, wenn es da so ein gebrauchter Reichtum nach einem halben Jahr putzt? Wenn sie mit einem Riemen verjagt, ein Getriebe verjasset? Sind sie neben so einer Behitzung? Hä? Stehst du eben wieder auf der Strecke? So blöd gelaufen. Haben wir noch weiter überlegt? Wenn man ja heutzutage praktisch alles kann kaufen, dann sollte es ja theoretisch auch möglich sein, um einfach einmal nichts zu kaufen. Also, nichts, hä? Also als Ganzes, ne? Ich merke das nicht mehr. Und so kommen sie mir im Moment noch eben entgegen. Weil ich habe nämlich nichts. Und selbst nichts würde ich auch jetzt exklusiv verkaufen. Wir haben keine Angst, ich habe genug. Ja, da lange für alle da innen. Ich habe ja nichts anderes als nichts. Also, ich weiß noch mal, woher ich tue. Nicht? Also, ich auf Deutsch gesagt, lieber mein praktisch überhaupt gar nichts. Aber erste Qualität. Und die darauf gibt ihr ja Garantie. Mein Nütz haben nämlich ewig. Also, wer will nichts? Was wäre euer Nützwett? Sag ihr mal einen Preis, mache ich da ein labels Angebot, dann können wir ja dann über nichts verhandeln. Nicht? Hä? Ja gut, dann machen wir es anders. Dann kehren wir den Spieß um. Der Herr da vorne. Was haben die auf dem Konto? Nichts. Ha. Aber stinkfreche Idee schreien für die Hoffnung. Nein. So billig könnten wir nicht davon. Hä? Ich könnte es ruhig sagen, wir sind unter uns. Also ungefähr so auf 10.000 genau. Hell? Also 30, 40.000 plus minus 40. Hä? Sagen wir 50. Ja, ist schon mal ein Name. Ja, und Schwarzgeld? Mit der Frau, was haben Sie für Schwarzgeld? Ich sehe irgendwo um Verdutzossen noch leichter stehen, schon ein Schwarzgeld könnte. Notfallmäßig, weißt du so? Was haben Sie über den Ossen? Also grob geschätzt. Ja, wir denken die grossen Dimensionen da. Will ich es nicht sagen? Hat es niemand vom Steueramt da innen? Wo? Usi! Nein, einfach das mit den rechten Dingen zu und her geht bei dem Handel. Also, was haben wir ungefähr zu verdutzen? Hä? Etwa eine Kiste? Etwa ein Millionchen? Hä? Ein Million? Hm. Wer bietet mehr? Nichts? Gut, nehmen wir das als Gesetz. Die Herrschaft bietet 1.050.000 Franken. Ist gut. Für Sepp gebt ihr euch lieber ein nichts. Und zwar alles, was ich habe. Aber, dass ihr nicht einfach gar nichts mehr hättet. Gell? Und das soll ein bisschen einfacher werden zum Ertragen. Meine, so bin ich nicht. Gebt ihnen noch etwas darüber aus. Quasi als Rabatt. Und zwar gebt ihnen meine Bescheidenheit dazu. Gratis. Ja, ich brauche sie ja den Namen.